Was geht ab und willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Yoni. Wieder mal zusammen. Ja. Meine Kraftri. Und. Mein liebsten Schatz. Wir sind wieder am Stisseln. Ah, wieder zusammen. Und. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Ja. Wir wissen alle, dass du scheiße bist. Aber das ist nichts Neues. Und ich werde mir jetzt ein Energy Tetherrack herstellen und das mit dem Autospawner im Nether mal ausprobieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Der probiert was aus. Ja, wow. Wenn man so ungefähr geguckt hat, der hat ja gesehen, was ich so gemacht habe. Ich weiß es selber nicht, was ich gemacht habe. Das ist sehr klug von mir. Also eins weiß ich, ich habe den Tank hinten. Jetzt den letzten Tank, Lava-Tank, den ist... jedenfalls von meiner Seite aus geben wird gebaut, denn 6 Lava-Tanks reicht vollkommen zu, um 5 Geothermal-Generator voll zu machen. Und läuft. Ja, das reicht mir erstmal vollkommen zu. Energie ist halt irgendwie im Übermaß. Und ja. So. Electrum Ingots. Ah, das sind Item. Nee, Leute, also ich wollte jetzt auch mal ausprobieren. Nichts ausprobieren, sondern ich wollte so. Was machen. Ich wollte was Produktives machen. Du und produktiv? Ja. In welchem Jahrhundert? Heute. Nicht mehr in diesem. Leider schon. Nee. Du und produktiv sind zwei Sachen, die passen nicht zusammen. Das ist quasi, sind das antikomplementär. Also noch mehr gegensätzlich, als überhaupt schon gegensätzlich geht. Nein, also was ich eigentlich jetzt vorhabe, ist, Drogen. Ich weiß gar nicht, ob hier noch... Nee, schade, nee. Dann Schafe? Geht das nicht. Schafe? Hast du Schafe gesagt? Ja, leider schon. Nee, dann geht das nicht. Dann müssen wir uns jetzt auch mal ein paar Tesseracts herstellen. Obwohl, wir könnten... Ja, wir machen das jetzt einfach, wir klauen hinten bei der Solarfarm ein. Er wird uns jetzt nicht umbringen. Ich töte dich. Ich töte dich, deine Kinder und deine gesamte Familie. Ihr werdet keine Existenz mehr haben. Nie wieder. Auch irgendwie, dass hier alles voll ist. Also, wie sieht mir das aus, als ob wir keine Energie mehr benutzen? So. Tesseract. So, der geht da direkt rein. Dann haben wir den hier. Dann schalten wir den auch mal auf private Frequenz um. Send only. Und nehmen das als Frequenz 2 und machen das als... Mob-Farm-Test. So. Hinzufügen, aktivieren. So, das sieht nach funktionsfähig aus. Mal schauen, wie es auch wirklich funktioniert. Pumpt er jetzt alles da rein. Sollte ja nichts weiter rauskommen. So. Alter. Ist das. So, die Sachen brauchen wir beide. Die drei Sachen brauchen wir gleich noch. Oh, wie ist denn das Ding? Ich nehme mal die Conveyor Belts noch mit. Ja, den Stellen brauche ich... Einfach noch ein bisschen Stein. Dann können wir im Nether was bauen. Im Nether, da fleht er. Später. Der Peter. Was, Peter? Peter? Was? Tiere? Was? Stony, wie neben Stony. Ja, und eins ist mir vorhin aufgefallen, Leute, was mir gerade so nebenbei noch einfällt. Ich habe Marble Bricks hergestellt. Ich habe dazu ein Rezept erstellt, weil ich wieder voll war, wie der Luppensack von nebenan. Und das Problem an der ganzen Sache, er hat einfach weitergecraftet. Ich kapiere nicht warum. Einfach weitergecraftet. Und das ist wirklich fraglich, warum der weitergecraftet hat. Läuft. Ich kann es ja vielleicht dann nochmal zeigen, mal gucken, ob es funktioniert oder ob es Vorführeffekt ist. So, zack. Durch den dunklen Gang. Mit dem weißen Boden. Und der komisch grauen Decke. So. Das reicht jetzt erstmal. Mal gucken, ob es jetzt klappt.
Ich gebe mal Marble ein. Ja gut, wir haben 1908 haben wir jetzt hier drinne. Ich craft jetzt einfach mal 10 Stück. Und man sieht, es geht einfach nach oben. Es steigt einfach. Ich weiß nicht warum. Es sind dauerhaft 10 drin. Also das ist für mich eine Frage der Kunst, die es niemals geben wird. Läuft. Ja, zeige ich auch. So, und wir gehen wieder hier ins Häuschen. Halt. Bevor wir wieder Anschiss kriegen vom Hausbesitzer, Tür zu machen. Du bist schließlich nicht auf einer U-Bahn geboren, oder? Oder? Hm? Was ist los? Du bist schließlich nicht in einer U-Bahn geboren, oder? Oder? Doch, doch. Doch, doch. Ich bin geboren in der U-Bahn. U-Bahn live for me. Ja, und hier unten den Raum habe ich letztes Mal gebaut. In dem zweiten ME-Teil. Was ich lustig finde, wer letztes Mal nicht geguckt hat, das Terminal ist grün. Ich liebe es. Das ist ein Skelett. Ein Wither-Skelett. Das hier unten habe ich letztes Mal gebaut. Komm her, mein kleiner Freund. Ich mach dich fertig. Von ich sag, komm her und ich flieg die ganze Zeit über ihm. Ha, getroffen. Ha, getroffen. Ha, du bist tot. Die können auch Kohle droppen? Cool. Was, wer? Wither-Skelette. Ja, das ist... Ach, Leute, das ist eine Frage bei Mario Party, bei den Sachen. Ich wusste es immer nicht. Das ist so... Du weißt so vieles nicht. Die Sachen, die müssen wir jetzt nicht ansprechen, okay? Gedisst. Jetzt suchen wir uns... Also hier ist schon mal kein ME-Kabel, das ist dumm. Können wir ja nicht lang gehen. Wir müssen überlegen, wie wir das jetzt bauen. Der Turm wird so scheiße aussehen, ist mir egal. Ist mir wirklich vollkommen Latte gerade, ehrlich gesagt. Er hat Latte gesagt. Latte Macchiato. So Latte Macchiato ist mir das, ja? So Latte Macchiato. Aber richtig. To the max. Mindestens. Over 9000. So. Was wollte ich machen? Ach ja. 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack, zack, zack. Slaps sollten ja reichen. 30 herstelle. Ich hab niemand mal Glas brauchen, okay. Einverstanden. Weil ich könnte auch einfach auch die Slabs weglassen und gleich hier einfach eine Reihe Steine hinpacken. Dann muss ich es nicht so kompliziert machen. Bauen wir einen Turm. Wir bauen einen Turm. Der Turm, der ist, wir bauen. Der Turm, ja, vor allem der Turm, der ist, wir bauen. Ja, das neue Deutsch gesagt, lernt bei Yoda. Ach, egal. Du kriegst das nicht hin. Ich hab's dir schon so oft gesagt. Lass es einfach sein. Das ist so. So, jetzt wird's interessant, ob diese Laser hier und die mit der Hand mit der Dings abbauen können. Spitzhacke, ja, theoretisch. Ja, geht. Und den SMP-Table? Auch. Nice. Dann können wir nämlich die zwei Konduits auch noch mitnehmen. So, und dann landen die hier. Perfecto. Hier. Waren die Laserdinger? Jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht... Geht ja. Zack, 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 zack. Ich habe genug Cobblestone dabei. Ich baue mal ein bisschen was Interessantes. Also, sagen wir, es funktioniert auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Also, das war jetzt doof. Gehe ich noch einen auf Nummer sicher? Machen wir hier nochmal eine Runde weg? Ja, doch. Sicher, sicher.
So. Na, das ist jetzt doch einer zu viel. Zack, zack. So, und dann hier... kann ich den Raum anders gestalten. Kann da Decke rein. Ah ja, wenigstens ein Probierpart. Probierpart? Probierpart mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und okay. Ich glaube, es reicht. Wir haben den Leuten überhaupt noch nicht gesagt, was gestern passiert ist. Dein Gesicht reicht. Die Leute wissen gar nicht, was gestern los war. Was war denn gestern? Gestern ist heute. Aha, krass. Und heute hatte ich sehr viel Arbeit in der Arbeit geschrieben. Das ist jetzt aber ein bisschen haarig. Also das ist ein Thema, das solltest du bitte nicht so öffentlich machen. Ja. Ich rede auch nicht immer meine schlechten Zensuren. Mal welche hättest. Ja gut. Ja, mein Einserschnitt ist nur nicht so schwer zu halten. Angeber. So, Konto jetzt. So. Er war ein bisschen zu weit. Zack. So. Dann die Belts. Ich hoffe, die spawnen ja auch. Ich merke, ich habe zu wenig Belts dabei. Na, kacke. Oh, ich komme hier nicht mal mehr raus. Nice. Es wird immer besser. komm schon raus hier. Danke. So, dann hier oben alles ausleuchten. Hier ist die Mitte. So, reicht das? Perfetto. Solo con Giotto. Puh, ja, einfach mal ein bisschen so. Ladida. Da ist noch was. Könnte noch zu nah dran sein. So, der Rest ist mir jetzt egal. Die sollten ja nicht spawnen, wenn es so hell ist. Das denkst du. Ja, naja, ob es so ist oder nicht, das werden wir sehen. So, ich brauche ein paar neue Conveyor Belts. Habe ich das Rezept dafür eigentlich eingespeichert? This is a good question. Müssen wir gleich mal überprüfen. Hier. Ich lasse ihn selber gucken. So, denn wir brauchen... Harlanet. Sehr schön. Zack. Harlanet und... Elak. Wovon man auch nur ganz wenig haben. Ja, das kommt durch meine Farm. Genauso wie Kupfer. Ah, es ist eben sehr wenig, da muss man noch was arbeiten. Damit bin ich echt noch nicht einverstanden. Dann bist du halt eben nicht damit einverstanden, ich schon. Und es sind meine Farmen, also... Leco mio. Denk dran, ich habe eine Droge habe ich gegen dich. Du hast eine Droge gegen mich, oh mein Gott. Es gibt Drogen gegen mich? Ja, leider schon. Krass. Ich bin voll Fame. Bin richtig infamous, bin ich. Second Son sogar. Ich bin sogar der zweite Sohn von Infamous. Okay, das verstehen jetzt wahrscheinlich die wenigsten, aber ist mir egal. Egal, ist mir egal. Guck mal, Leute, das sieht doch schon weniger hier oben aus. Nur weil ich drei Sachen weggebaut habe. So, zack. Dann verrückt. Ja, Energy Tesseract noch nicht. Erstmal Liquid Tesseract. Private Receive Only. Mob Farm Test. Aktivieren. So, und jetzt private Mobfarm Lava Notbatterie. Nee, nur Lava Mobfarm. Receive only. Jo. So, beide auf Redstone deaktivieren. Oh, das war close. Achso, ich hatte schon an. Oh. Ja, genau. So, und jetzt müssen wir noch die Pumpe anstellen und dann schauen wir mal nach. Dann bin ich gespannt. Ich... hoffe, dass das jetzt kein großes Chaos wird und da jetzt 20 Milliarden Wither-Skelette spawnen und Tod, Hass, Verderben. Ich hoffe schon. Ja, ich meine,
wenn du die nächste Mal dann in die Hölle willst, bist du halt instant tot, ne? Weil du 2 Milliarden mal den Wither-Effekt auf dich drauf hast gleichzeitig. Und ja, der ist im Gegensatz zu Gift tödlich. Für den Fall, dass du das nicht wusstest. Ey, du stellst mich hier langsam zu dumm da. Du stellst mich einfach langsam zu dumm da. Jetzt sag mal. Entschuldigung, ich sag nur die Wahrheit. Ich bin nächstes Mal sensibler bei der Wahrheit. Okay, das finde ich gut. Gut so. Da bin nämlich Arschloch und sowas nennst, finde ich das echt nice. Sweet. Arschloch und sowas. Echt süß von dir, echt süß. Auf einmal bin ich ein richtig sweeter Boy geworden. So. Denk dann, Doppelhotelzimmer, ja? Weißt Bescheid. Die Leute wissen auch nichts davon. Ist doch egal. Das ist vielleicht auch gut so, denn... Ja, manche Sachen sind besser so. Wenn also, da jemand besuchen kommt. Ja, ja, genau. Ich stehe auf YouTuber. So. Ach so, ich habe ja noch... Du bist ja der Kluge von uns beiden, richtig? Ja. Okay, ouch, die spawnen in der Luft, scheiße. Oh Gott, ich werde so sterben. Allein beim Versuch des Deaktivierens werde ich... Ja, ich bin so tot, Scheiße, 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 raus da mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Puh, wie viele Entities sind jetzt gespawnt? Oh, 20! Nein, 21! Nein, 23, ach nee, 22 kommt jetzt zuerst. Nein, es sind wirklich 22. Nee, 21, okay, 21 ist konstant. Nice! Scheiße! Ich komm gleich mal gucken. Ich hab gehofft, dass sie nicht spawnen, wenn Licht in der Nähe ist. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Die Western Energy Conduit. Ist dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Du Arschgeige. Die lassen Strom raus, wenn orange ist oder wenn gelb ist. Wenn blau. Orange oder blau. Wenn blau ist, lassen sie raus. Nein, orange lassen. Oder hä? Inwiefern raus? Ich will aus dem Energie-Tesseract raus, den Strom haben. Und da oben ist ja da ein Kabel dran. Ja, wenn du es anschließt, dann nimmt das automatisch raus. Also es ist blau raus. Ja. Das wollte ich wissen. Dann muss ich das nämlich hier umstellen. So. Das heißt, jetzt theoretisch müsste das funktionieren, wenn ich jetzt ein Passade herstellen möchte. Also Entschuldigung, orange ist raus, hab mich vertan. Ja, das hätte ich sowieso gleich mitbekommen. Fassade, Gravel. Wobei ich glaube, bei Tesseract ist es egal, ob es orange oder blau ist. Der macht trotzdem beides. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich probiere gleich mal aus. Okay, so, wir haben jetzt eine Hölle voll mit 20 Wither-Skeletten. Ich weiß, dazwischendrin sind ungefähr 4 normale Skelette gespawnt und eins habe ich gerade getötet, aber egal. Ungefähr 20 Wither-Skelette. Ich hoffe, die despawnen schnell wieder. Oh Mann, scheiße. Aber immerhin funktioniert es mit dem Spawn schon mal. So, jetzt müssen wir das nur noch so hingedeichselt kriegen, dass der Raum groß genug ist, dass die einfach so da drin spawnen. Dazu brauche ich erstmal noch mehr Stein. Mit was baut man eigentlich einen Autospawner ab? Das wäre jetzt mal relativ interessant zu wissen. Das glaube ich dir. Another single fuck was given that day. Es ist schon geil, ich zu sein. Nee, ist doch richtig. Das glaubst du. Aber ja, weißt du, was es wirklich ist? Mega, ist mega. Was, jetzt kriegen die keinen Strom? Warum das? Hä? Oh. Da ist was explodiert. Nee, das ist nicht direkt. Okay, ich gucke jetzt einfach mal live in der Aufnahme nach, die übrigens in ungefähr 40 Sekunden zu Ende ist. 30? Nee, doch falsch rum. Also es muss unbedingt... FTB Ultimate Autospawner. Es muss unbedingt orange sein zum Rausholen, glaube ich, wie es aussah. Oder? Wenn ich jetzt blau mache... Nee, zum Rausziehen ist es egal, okay. Hey, gerade ging's nicht und jetzt geht's, okay. Gut. Warum gehst du jetzt nicht? Hä?
Ich lese hier auch gerade das, was richtig geil ist. Due to Wither Skeletons and Skeletons sharing the same mob ID, the spawn exec copy option in the Autospawner GUI has to be enabled to spawn Wither Skeletons in the Overworld. Das stimmt aber nicht. Wir konnten keine Wither Skelette in der Oberwelt spawnen lassen. Hä? Okay. Er hat sie einfach nicht spawnen lassen. Das ist relativ interessant. Aber hier steht nichts, wie man den abbaut. Auf 9x9x3 Blocks. Mann, 9x9x3 Room to spawn. Okay. Without any escaping. Also wir brauchen eine 9x9x3 Room. Gut. Dann ist es eben zu bleiben. Sir. Warte, 500 Millibuckets for exact copy. Wir hatten, glaube ich, einfach nur nicht genug drin. Kann das auch sein? Das sah jetzt gerade relativ langweilig bei mir aus, aber das will ich jetzt noch ausprobieren. Also, ich werde jetzt einfach mal den Tesseract entfernen. Da. Ah, er ist unten in der Kiste. Und dann jetzt einfach reinlaufen lassen und dann mal warten. Oder es liegt daran, dass halt Mobs ausgestellt sind. Aber das, ehrlich gesagt, das glaube ich am wenigsten. Millibuckets und Spawn Exact Copy soll dafür sorgen, dass Wither Skelette hier oben spawnen können. So, du bist an? Ja, du bist an. So. Hier ist noch nichts drin. Warum? Ach, das braucht erstmal eine ganze Weile, bis es hier ist, ne? Ich hätte Goldpipes benutzen sollen, auf jeden Fall ein paar. Die das Ganze ein bisschen beschleunigen. Da kommt was, oder? Jo, da kommt's. Oh. Oh, da kommt der dicke Stoff, da kommt der richtig dicke Stoff, sag ich dir. Oh ja, so ist das lecker. Oh. So, 500 Millibuckets sind erreicht. Spawn Exact Copy ist auch an. Er worked. Ja, und er bleibt bei 50 Work einfach stehen. Er kann einfach keine Wither-Skelette spawnen, ich weiß nur nicht warum. Und das liegt mit Sicherheit nicht daran, dass jetzt gerade hell ist. Wieso ist... Warte, wie bin ich hier reingekommen, wenn die Tür zu ist? Wie habe ich das getan? Der Grafikbug? Nein, die Tür ist definitiv zu. Ach so? Soll ich mal gucken kommen? Welche Tür meinst du denn unten bei dir wieder, oder? Sehr, sehr interessant. Hm. Oder habe ich die jetzt einfach beim Durchgehen zugemacht? Ach, keine Ahnung, das war unterbewusst. Das ist sehr interessant. So. Machen wir es mal dunkel. Ey, wenn es jetzt funktioniert, dann bin ich echt happy. Na gut, ist schwer zu erkennen, würde ich mal so spontan behaupten. Hey. Jo, macht er nicht. Der ist voll mit Monster Essence, hat Work auf 50 und Spawn Exact Copy macht er einfach nicht. Doch da, jetzt hat er was gemacht. Hä, wieso braucht er denn so lange? Oder hängt es mit einer bestimmten Anzahl an Entities in der Umgebung zusammen, dass das nicht geht? Da doch, er macht's, aber er braucht richtig lange. Die schießen Feuerpfeile? Wer? Wenn Wither-Skelette einen Bogen haben, schießen die mit Feuerpfeilen? Seht man das? What the fuck? Okay, mal wieder mal was gelernt. What's going on here? Fragezeichen. Meine Fresse, jetzt reicht's mir aber langsam. Ah, nein.
Komm schon, ich kann gegen alle kämpfen. Mann! Oh, ich hasse euch. Jetzt reicht's mir. So, ich hab keine Lust jetzt zu sterben. Okay, also wir können Wither-Skelette auch normal spawnen. Die einzige Frage, die ich mir jetzt... Es dauert richtig lange, obwohl Work auf voll ist. Also er hat 50 von 50 Work. Und dann musst du immer noch ein paar Sekunden warten, bis überhaupt mal ein spawnt. Ich weiß aber nicht warum, ich verstehe das nicht. Aber sie spawnen auf jeden Fall. Das heißt also im Endeffekt, wir können mit der Mob-Farm... auf jeden Fall auch... So, ich stelle mal auf... erstmal Redstone aus. Privat, Send Only. Und das nennen wir um in Mob-Farm. So, da kann er gerne senden. Ich weiß, er sendet jetzt natürlich nach draußen. Das werden wir jetzt gleich noch blockieren. So, zack, zack. Zack, zack. Ich will nicht sagen, aber... ich weiß, wir sind eine Ecke über der Folge drüber. Schaut mir auch kurz so ein bisschen auf, aber ich habe ja sehr, sehr lange Vorlauf und deswegen, man kann sich vorrechnen, ich bin jetzt bei 31 Minuten Vorlauf, 31 Minuten Audioaufnahme. Also, das ist alles noch Vorlauf, die ganze Folge, alles Vorlauf. Also man kann sich... ja, wir sind bei 27 Minuten etwa. Ja, also zum Vergleich zu meiner 10 Minuten Folge ist es schon ein sehr großer Unterschied. Ein Dreifaches. Fast ein Dreifaches. Gut, dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir würden uns sehr darüber freuen. Hier sind noch 70 Millionen Skelette, die irgendwo rumgeistern. Und davon... ey, es sind ernsthaft, es sind nur 4... was machst du hier oben? Geh runter, du Anus! Teuerzeichen Wither-Effekt. Arsch. Ah. Immer schön Kommentare, immer schön positiv, alles da lassen. Ihr müsst einfach nur alle HIV positiv denken. Jetzt ist es aber stumm, wenn wir jetzt wirklich viele Leute haben, die so. Gut, ist egal, es sind deine Leute. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Raccoon-Player. Ja, du kennst meinen Namen immer noch nicht, ich weiß. Rattenfänger. Okay, das geht mir echt tierisch auf den Geist hier, ey. Boah, das ist echt ätzend. Ich hoffe, die despawnen. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Kunstplay. Ciao. Gott, schnell weg hier. Oh, ich will mir das... oh, Jesus.